Hey Leute, weiter geht's in Devillian mit dem Magier, mit der Elementaristin. Kleine sexy Sau. Wir sind auf dem Weg hier runter zu der Quest mit der Nummer 4. Und sollen hier unten kleine Schweinchen töten. Ich werde hier ordentlich verfolgt, das ist immer gut. Nehmen wir alles mit, ja genau, ihr haut mal wieder ab. Ist eigentlich voll easy, ja, macht richtig Laune, weil es richtig Lärm macht, ja, man will einfach mehr. Ja, ich würde am liebsten eine Quest haben, töte 500, damit ich mich nur noch im Kreis drehen muss und alles wegknallen, das macht richtig Laune so. Ah ja, die Dicken müssen wir auch noch mitnehmen. Und den hier, und den hier. Sehr schön. Mighty Strike. Mehr als vier mit einem Schlag. Ah, hier die Frau, ja, die Frau ich auch brauche. Ja, haben wir. Und jetzt stellen wir uns hier hin. Ja, ich wollte euch mal zeigen, was ich hier für Karten habe. Und zwar habe ich am Anfang eine richtig coole neuen Drachenkarte bekommen. Irgendwie Nyarg of Nine Dragon. Ja, die hat Crit Damage und die kann ich evolutioniere. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Die kann ich auf jeden Fall ableveln. Genau so. Und dann kann ich da zum Beispiel sagen, P-Critical Shit brauche ich nicht. Max HP brauche ich nicht. P-Critical brauche ich nicht. Vit brauche ich nicht. Und dann bekommt die XP oder so. Machen wir hier. Level up. Und dann geht Klatsching. Und da hat die einen Balken. Seht ihr das? Der Balken, ja. Ist. Nee, nee. Da. Der war kein Balken. Wake. Der hat einen Balken. Und der benötigt eine gewisse Anzahl von Punkten. Ja, man sieht das auch. Ja, genau. Hier so sieht man das auch. Da ist auch so ein XP-Ball. Und ich könnte zum Beispiel hier den MDEV draufpacken. Und dann seht ihr, hier geht gleich auf 2% oder 1,67. Also mal 2, ja. 0,8 gleich 1,67. Ja, also sind das hier 0,835. Kann ich jetzt zum Beispiel alles draufknallen. Seht ihr, dann gibt hier wieder XP, XP, XP. Unter anderem möchte ich aber die MDEV-Karte behalten. Und die zweite MDEV auch. Ja, also kann ich jetzt zum Beispiel noch die da drauf knallen oder ich gucke mir die an und sage, vielleicht möchte ich die ableveln und dann haben wir nachher 200. Das lohnt sich aber nicht. Ja, also 4 Sterne möchte ich schon haben und daher können wir zum Beispiel die wieder da drauf packen. Ja, dann sieht man hier oben der Balken, zack, klatsch, gestiegen. Ja, und da ich ja jetzt hier noch ein paar Säckchen in der Tasche habe, werde ich hier auch direkt mal drei Lucky Boxen machen und wenn ich dann eine 5 Sterne Karte kriege, flippe ich völlig aus. Dann schrei ich für euch zum ersten Mal und mache hier einen Hampelmann. Ich schrei dann ganz schwul. Ja, bitte. Man kann die auch noch verfeinern, da gibt es Lizenzen zu, aber das ist mir eigentlich fast egal. MDEV, PDEV. Ja, PDEV ist mir lieber als MDEV, wobei ich nicht weiß, ob jetzt wirklich die Gegner mehr Magie-Schaden machen. Ich glaube, die Magier sind schon tricky, ja, die bleiben stehen und schmeißen was. Und PDF ist halt, der kommt angerannt und kloppt dich, der kannst du vorwegrennen. Ja. Hier die Dreier, die ich drin habe, ist eine Magie-Angriff-Karte. Habe ich mir einfach mal so gedacht, die benutze ich. Ja, und die lasse ich jetzt mal so dabei. Und schauen wir das später mal an. Hier, die Quest haben wir jetzt gerade beendet, da gibt es auch wieder so ein komisches Teil hier. Das fressen wir mal. Das gibt schneller laufen für 10 Minuten oder so. Was haben wir denn jetzt hier? Ach, okay. Wie lange gequatscht? Ich gucke hier nochmal ins Battlefield, ob nö, wieder nichts geändert. So, was ist mit dem hier? Den nicht. Doch, komm. Wenn wir sie schon alle beieinander haben, dann haben wir sie doch alle beieinander. Den auch noch. Ja, den auch noch. Nö. So.
Man versucht natürlich immer so viele Monster wie möglich zu kloppen, damit hier dieses Strike kommt und man einen XP-Bonus bekommt. Man sieht das hier dann auch irgendwie so da, Bonus XP 56. Und wenn man das dann irgendwie hier mit 20 Gegnern gleichzeitig schafft, das ist natürlich jetzt hier mit erstmal schwer. Wenn ich zu kleineren Gegnern gehe, dann geht das schon einfacher. Mit dem Meteor wäre es natürlich noch sinnvoller. Ist natürlich jetzt, man muss jetzt gucken, wenn man jetzt hier von den Kleinen alle zusammenkriegt. Da hat man natürlich die Chance, irgendwie 10, 20 mit einem Hit wegzukloppen. Ja, dafür müssten sie dann auch alle beieinander stehen. Ja, das war jetzt zweimal Mighty Strike, glaube ich. Ja, Bonus XP, genau. Ja, gibt es anscheinend Skills, die da einfacher sind, obwohl der Ding hier doch schon wirklich einen breiten Schaden ausübt. Ja, hier zum Beispiel ist so eine Ecke, da kannst du dich echt im Kreis drehen und alle sie weghitten. Ah, die rennen aber sonst wohin, ne? Ja, da ein 7er, ein 4er. Und du auch, oder was? Machen wir mit der Standardattacke, die macht ja auch ordentlich Damage. Ach, da unten sollten wir nochmal hin, okay. Und dann. Ist doch wieder fast alles fertig, ne? Hä? Auch in die Richtung. Ja, mittlerweile sind die Gegner auch ein bisschen aggro hier. So, dass man fast nur noch vorbeilaufen muss und man kann die eigentlich alle so mitnehmen. Wobei so eine kleine Vierergruppe ja auch nicht viel Welt ist, ne? Jo, da hat's geleckt. Da hat er gedacht, er schießt. Ja, genau, mal weiter. Nee, ich glaube, das ist was anderes. Dann soll er mal weiterkämpfen. Auch hier in dem Spiel hängt sich meine Tastatur auf und fängt dann an, wild rumzuschießen. Dann wartet man noch mal ein paar Sekündchen und dann geht's wieder. Jo. Ja, und ich zaubert jetzt hier so lange rum, ja, bis ich irgendwie was anderes mache, oder was? Ach du Scheiße, ja, okay, wenn sie das möchte, kann sie direkt immer jeden mitnehmen. Ja. Kann natürlich auch sein, dass die Taste 4 einfach spinnen, ja? Oder Taste 3 einfach zu oft benutzt. Oder zu viel Kaffee drauf. Ich bin ja Frührentner, wie manch einer schon mal gehört hat. Ja, das ist in meinem Alter mit 31 nicht ganz so häufig. Bei mir ist das einfach so, meine Feinmotorik ist so im Arsch. Wenn ich mit Kaffee wandern gehe, dann ist die Sinnflut unterwegs. Und da habe ich jetzt schon, glaube ich, zum 87. Mal Kaffee über meine Tastatur geschossen. Ich habe zwar eine, die so. So, wie nennt man das? Curved oder wie? Also die Tasten an sich selbst sitzen halt in so einer Verschalung, so dass wenn eigentlich was von oben kommt, es gar nicht reinlaufen kann, weil die Taste als Deckel drauf ist und drumherum ist so eine Verschalung. Ja. Aber anscheinend geht's wohl doch. Hier rum ist da hinten was? Nee. Also scheint, als hätten wir alles gemacht, aber das hier, was sich hier alles offen hat, ja, das ist ja auch nicht mal feierlich. Oh, halbes Level haben wir auf jeden Fall schon mal wieder durch. Oh, weggeklatschter Ding. Was haben wir denn hier? Ah, ich könnte den Phönix skillen. Nehmen wir dann auch direkt mit. Nee, nicht um den wegzumachen, sondern. Der Phönix ist sowas hier. Oh, die haben sie, glaube ich, ein bisschen breiter gemacht, kann das sein? Und er fliegt schneller, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe das ja alles schon mal geskillt gehabt in der CW. Und da habe ich natürlich so einen kleinen Eindruck, habe selber nicht mal gespielt. Videos gucke ich mir natürlich auch nicht alle dreimal an. Außer es gibt Diskussionsbedarf. So, was macht er hier an Damage over time?
war 19. Nicht mehr die Welt. Es war damals, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Lassen wir das mal. Wir knallen alle einmal an, um einfach mal zu gucken, was der Phönix denn wirklich so kann. Ja. Ist ein nettes Gimmick, aber trotzdem ist halt der Blaster hier, ja, ganze Ecken besser. Cooldown. Ja, okay, wenn der jetzt stunt, ist das natürlich nice, ja. Du stunst den Gegner und stellst ihn damit ins Feuer. Cooldown-Zeit ist auch jetzt nicht so tragisch. Ein bisschen Gegner mitziehen. Aber allein der hier, er macht ja so viel Damage, ja, das ist so abartig. Sind halt immer kleine Schläge, aber wenn er da seine 10, 20 Dinger da raushaut und auf jeden Gegner und trifft ja immer, dann ist das Ding echt OP. Also das ist mein Bosskiller schlechthin. Okay, das Ding hier muss ich auch noch wegmachen. Da können wir zum Beispiel auch so einen Phönix reinhauen. Ja, der Vorteil an dem Ding hier ist, dass der einfach absolut im Spam geht, ja. Also da ist hier. Den kann natürlich so raushauen. Nur dass der halt ziemlich viel Mana verbraucht. Da ist das Ding natürlich schon einfacher. Ah, da haben wir wieder einen Token. Da haben wir jetzt hier 70 von. 74 sogar. Was ich nicht alles nicht mitkriege. PDEF, MDEF, Combat Penetration. PDEF 24 ist schon ordentlich, ne? Ach so, von dem. Ah, das Grüne. Okay. Ja, dann ziehen wir den mal an, damit sie hier ja nicht untergehen. Haben wir wieder eine Quest fertig? Achso, immer noch einen davon? Okay. Er sieht ja Penetration und Crit. Das kann man auch hier kombinieren. Dann sieht dann Pen plus Crit. Und dann sollte man nachher gucken, dass man irgendwie so eine Combo daraus schafft. Ja, also wenn man 55 oder 50% Crit hat, ist das völlig egal. Wenn die 5% wegmachen kannst und kriegst dafür 10% Penetration, ist das natürlich besser. Aber das sind sowieso die besten Gegner. Nichts machen. Fatal Strike. Finde ich auch sehr cool. Das macht mich immer sehr... sehr erfreut. Da kriege ich ein Grinsen im Gesicht, wenn ich das sehe. Ist halt so ein Spieler möchte eine Bestätigung haben, ne? So, Alter, du knallst hier voll den geilen Shit raus. Hier ein 8er Kill. Und nicht so ein Gegner nach dem anderen. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich will einen Gegner wegkloppen ohne Ende, dabei sterben. Ich finde, wenn man in einem Spiel nicht stirbt, ist es einfach zu leicht. Ja, also da ist dann... Ich habe ein Spiel gespielt, das war irgendwas wie Four Story oder sowas. Da konntest du Map-Bosse kloppen, die haben dann immer regelmäßig Equipped gedroppt und die kamen dann irgendwie alle 10 Minuten. Da hast du irgendwie drei gesucht und bist im Kreis gelaufen und da habe ich dann irgendwie die Level 17er Viecher mit Level 5 gekloppt, wo ich gedacht habe, what the fuck, Alter, das ist ja auch lachhaft, ja. Anders ist es bei Skyforge, da kann ich sagen, yo, da brauchst du auf jeden Fall ordentlich Skill, aber ist ja auch mehr so ein, entweder funktioniert's oder es funktioniert überhaupt nicht. So wie zum Beispiel das, das hätte ich ausweichen können. Dinge, was er hier rausgehauen hat. Da habe ich aber gepennt.
Komm, die fucken mal ab. Wir machen das schön geschickt über die Ecke. So, und was hier hinten kommt, das Stück, das seht ihr beim nächsten Mal. Vielleicht auch den 20er Dungeon. Ich sag mal, haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.